Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 20. Mai 2018? Sonne befindet sich noch in Tierkreiszeichen Stier, allerdings im Grenzbereich, weil jetzt übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Momentan bedeutet noch für die Stiergeborenen die Bedürfnis nach Klarheit, Orientierung, sehen, gesehen werden oder etwas ins Licht zu bringen, etwas veröffentlichen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, auch im Grenzbereich. Wir könnten astrologisch sagen, jetzt übergeht unserem Planet Erde in Tierkreiszeichen Schütze, in Wirklichkeit übergeht in Tierkreiszeichen Schlangenträger. Diesem Stammbild Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik, und das würde die 13. Tierkreiszeichen sein, aber es gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Trotzdem muss ich sagen, unserem Planet Erde bewegt sich ab morgen im Stammbild Schlangenträger. Also das ist auch im Grenzbereich. Momentan hat ein Einfluss auf den Skorpiongeborenen und das bedeutet, dass die Skorpiongeborenen haben mehr Bezug zur Materie oder die Wunsch nach materieller Sicherheit und auch das Körper, ein Bezug zum Körper wie Sport, Bewegung, Ernährung und mehr Bezug zum Natur, Erde und Naturverbundenheit. Und auch dieses Bedürfnis nach festem Boden unter den Füßen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und erreicht den karmischen Knoten. Das heißt, wir haben heute einen karmischen Mond. Und das hat ein Bezug zu den Mondbewegungen, weil diesem karmischen Knoten ist ein Schnittpunkt im Himmel. Davon gibt zwei. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden die Ekliptik überquert und das ist gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Und einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Norden nach Süden die Ekliptik überquert und das befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das sind die karmischen Knoten, alte Karma, das symbolisiert gerade die Tierkreiszeichen Wassermann und die neue karmische Richtung, Lernaufgabe, wirklich karmischen Aufgaben, neue Begegnungen, Neuigkeiten, ein Bereich, wo man sich nicht auskennt, das befindet sich gerade im Löwen und in erster Linie sind damit die Löwengeborenen betroffen. Und Mond erreicht diesen Punkt. Interessant ist noch zum Erwähnen, wenn das Vollmond ist, genau in diesem Punkt sind die Finsternisse. Und welche Einflüsse haben wir oder was sind die Themen des Tages? Heute verspüren wir die schöpferische Kraft. Und wir haben das Gefühl, das trägt Früchte. All das wird heute beginnen. Öffnen sich auch neue Türen, Möglichkeiten, das blüht auf, das nimmt zu, das trägt wirklich Früchte und führt zum Erfolg. Wichtig ist aber, dass wir selbst die Entscheidungen treffen und bestimmen diesen Weg. Wenn Einflüsse kommen von außen, das kann uns in eine andere Richtung lenken oder uns beeinflussen und dann fangen wir an, daran zu zweifeln. Also es ist wichtig, selbst zu sein, selbst die Richtung bestimmen, selbst die Entscheidungen treffen, sonst sind wir abgelenkt. Damit das nicht so kommt, es ist besser heute zum Schweigen, all das, was wir gerade vorhaben.
Und in den kommenden Tagen werden dann wirklich Einflüsse sein von außen und wir bekommen neue Impulse, neue Nachrichten und dann ändert sich wieder etwas. Damit haben wir aber Vorteil. Momentan wäre das ein Hindernis vor unserem Pläne, von unserem Vorhaben zum Sprechen, weil dann stoßen wir in unseren Grenzen oder jemand grenzt uns ein. Was noch auch wichtig ist, im Inneren Kraft bleiben. Viele Menschen, besonders die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen, fühlen sich kraftlos, müde, erschöpft. Und es ist wichtig, dass wir die Ruhe bewahren, in inneren Kraft bleiben, in inneren Gleichgewicht, weil wir brauchen gerade bei diesem Neuanfang, was wir planen, was wir vorhaben, wirklich nicht nur die schöpferische Kraft, sondern auch die Kraft des Umsetzen im Tat, im Realität, damit das in Bewegung kommt. Und ich empfehle heute bei diesem heutigen kosmischen Einflüsse und Mondenergie der Halbedelstein Malachit. Malachit gibt uns Lebensfreude, gibt uns Kraft, mehr Klarheit und mehr Orientierung. Malachit hilft bei Konzentration, dass wir die Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Malachit stärkt auch die Liebe, Partnerschaft und harmonisiert auch im Bereich Liebe, Partnerschaft die Verbindungen. Also hat eine harmonisierende Einfluss, gibt uns Kraft und Stärke. All das wir vorhaben, dass wir konzentriert dabei bleiben und die Ziel nicht aus den Augen verlieren. Also passt ganz gut für die heutigen Energie. Wir sollen Malachit entladen mit fließenden lauwarmen Wasser und mit Mondenergie aufladen. Die heutige Mondbewegung stärkt unserem Selbstbewusstsein, gibt uns Kraft, auch inneren Kraft, all das, was wir vorhaben, zum Erfolg bringen, das zu veröffentlichen, das auch wahrgenommen wird und hilft auch bei Wahrheitssuche. Die heutige Mondenergie. Natürlich können wir auch mit Sonnenkraft aufladen. Die heutige Sonnenenergie hilft bei Besitz oder etwas zu befestigen, wenn die Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich bei Kommunikation, dass auch da mehr Klarheit kommt. Aber sollen wir darauf achten, dass Malachit nicht allzu lang in die Sonne ist und wir sollen das Wasser von Malachit nicht trinken, weil im Wasser kommen Giftstoffe von Malachit und es eignet sich nicht dazu, dieses Wasser von diesem Halbedelstein zum Trinken. Also kommen Giftstoffe aus diesem Stein im Wasser raus, also Entgiftung, aber dieses Wasser bitte nicht trinken. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen wirklich haben dieses Bedürfnis nach Wahrheit, nach Orientierung, nach Klarheit und ein Gespräch zu führen, wo man klar und deutlich aussprechen kann, was man möchte, das würde ich nicht empfehlen. Es ist besser zurückhaltend sein, nicht zu viel erzählen, nicht zu viel sagen oder schweigen. Viele Stiergeborenen schauen hinter den Kulissen, welche Gespräche laufen da. Und dann fallen die Masken und das Übersehen werden die Stiergeborenen natürlich diesen Blick zu haben, die Wahrheit zu erkennen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborene kommt in die nächste Zeit einiges in Bewegung, Kontakte, Gesprächen, Terminen, Kommunikation, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Die Zwillingsgeborenen werden wahrgenommen, die suchen auch die Wahrheit und in die Liebe, Partnerschaft ist auch ein wichtiger Bereich gerade. In die Liebe, Partnerschaft ist auch ein großes Thema und da haben die Zwillingsgeborenen Glück. Sie haben Erfolg, sie haben Liebesglück und die Gespräche, Kontakte wird in die nächste Zeit zunehmend sein. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sind eher zurückhaltend, abwartend und was wichtig ist bei den Krebsgeborenen, das sind die Werte,
Wertschätzung, Selbstwertgefühl, auch Respekt zu verlangen und auch die Finanzen. Und es ist gerade gut, einen Vertrag unterschreiben und vielleicht nicht heute, aber auch in den kommenden Tagen da Gespräche führen oder etwas planen und die nächste Zeit das vereinbaren, damit auch die Finanzen in Ordnung kommen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Themen. Gerade heute ist es spürbar, weil die Mond aktiviert die Mondknoten, da kommen alte karmischen Erinnerungen, aber auch neue Aufgaben oder eine Lernaufgabe oder eine neue Richtung. Das kann im Privatleben sein, eine neue Begegnung, eine neue Beziehung oder Neuigkeiten in die Liebepartnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen. Viele Löwengeborene suchen ihren wahren Berufung und so treffen die Entscheidungen. Wichtig ist auch, in Kraft zu bleiben. Viele Löwengeborenen fühlen sich kraftlos und damit wieder auftanken, brauchen sie den Rückzug, die Ruhe. Im Ruhe liegt die Kraft und das passt für die Löwengeborenen und das passt genau auch auf die Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren verspüren die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Heute können sie noch orientieren, Klarheit zu bekommen. In der nächsten Zeit wird das etwas unklar, undurchschaubar, aber Geduld, weil das kommt auch alles im Vorn. Wichtig ist, dass sie dann in Leichtigkeit bleiben und ein bisschen spielerisch das alles gestalten, aber sie sollen wirklich auf ihren inneren schöpferische Energie zu vertrauen. Für viele Jungfrau geboren wird in die nächste Zeit ein Thema sein zu Hause. Entweder eine Veränderung zu Hause oder ein Umzug, vielleicht nicht jetzt gerade, aber sie planen das. Einige Jungfrau geboren möchten etwas wohnlich verändern. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen sind gerade dabei, beruflich etwas verbessern oder verändern. Bis jetzt war das wie gesperrt, unbeweglich. Keine Verträge, kein Vorstellungsgespräch, keine Verbesserung. Und es war etwas mühsam, das hat die Waagengeborenen auch ein bisschen gekränkt. Aber jetzt kommt mehr Leichtigkeit, weil kommt eine Zusage oder kommt ein Vorstellungsgespräch. Jetzt kommen die Chancen und die Möglichkeiten und es wirkt einigen Tagen bei den Waagengeborenen. Das heißt nicht nur heute oder in die kommenden Tagen, sondern diese Zeit begrüßt jetzt die Waagengeborenen, dass sie gute Gespräche haben oder einen Vertrag. In allen Ebenen ist es möglich, auch Kaufvertrag oder Mietvertrag. Aber wichtig ist auch die berufliche Situation, weil das ist die Bedürfnis, gerade bei den Waagengeborenen, da etwas zu verbessern oder verändern. In der Liebepartnerschaft haben die Waagengeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, wie ich schon sagte, ist wichtig, eine stabile Boden, ein Fundament. Und da auf diesem Fundament wollen sie bauen. Da brauchen sie aber die Selbstsicherheit. Und nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch in die beruflichen Situation haben sie das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und wenn sie etwas Neues beginnen, dass sie das auf dem festen Boden bauen. Die Skorpiongeborenen brauchen gerade dieses Gefühl und es gelingt auch. Das Einzige, was hindern kann, das ist die Zweifel oder Angst. Also diesen Gefühlen transformieren, dann kommt das alles mit Leichtigkeit in Form, weil das Glück ist da. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft und es kommt im Gleichgewicht. Aber das darf nicht einseitig sein. Sondern die Schützengeborenen sollen auf anderen zugehen, die Kontakte suchen, die Gespräche suchen, Gefühle, Interesse zeigen. So kommt mehr Klarheit, so kommt das in Harmonie. Aber wie ich schon sagte, das darf nicht einseitig sein. Wenn da nichts zurückkommt, ist es auch nicht gut, weil dann gibt die Gleichgewicht und verliert das die Harmonie. Und genau das sollen die Schützengeborenen gerade ausbalancieren.
Die Tierkreise zeichnen Steinbock. Geboren haben Wünsche, Sehnsüchte und auch eine Lernaufgabe, das ins Ziel zu setzen und konzentriert an diesem Ziel bleiben, weil diese Ziele sind erreichbar. Die Steinbockgeborenen sind nicht die großen Träumer, sie betrachten eher die Realität und jetzt lernen sie etwas Neues auf ihren Träumen, auf ihren Visionen, auf ihren Gefühlen und auch auf den Intuition zu hören. Die Tierkreise zeichnen Wassermanngeborenen, haben auch karmische Themen und es ist die alte Karma, kommen alten karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Und noch, auch natürlich auch eine Richtung, eine neue Aufgabe, da bewegen sie sich gerade die Wassermanngeborenen, besonders was die beruflichen Situation betrifft. Viele Wassermanngeborenen kommen Erinnerungen, alten karmischen Erinnerungen, wo sie das Gefühl haben, es ist meine Berufung, das ruft, da bin ich Meister und sie wollen mit allen Kraft das umsetzen in Realität. In die Liebepartnerschaft haben Glück die Wassermanngeborenen, besonders die Wassermann-Damen. Und natürlich kommt da auch Leichtigkeit, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen, fühlen sich etwas unsicher und sie sollen diese Unsicherheit überwinden und mehr auf ihren Gefühlen hören. Was sagt das gesunde Bauchgefühl? Oder was erzählt ein Traum? Das hat auch immer eine Bedeutung. Und wenn auf diesem Traum, auf dieses Gefühl vertrauen, dann kommt das alles im Fluss. Dann verlieren sie die innere Unsicherheit und diesem Zweifel. Die Tierkreise zeichnen Wiedergeborenen, sind eher im Rückzug gerade und das würde ich auch empfehlen, weil daran liegt die Kraft. Nicht aktiv sein, sondern eher Beobachter und abwarten für den richtigen Zeitpunkt und es nähert sich auch, wo wir etwas in Bewegung setzen können, wo auch die Ergebnis kommt und das ist der Aufstieg, besonders der berufliche Aufstieg und auch der Erfolg. Und das war mein Tageshoroskop, aber noch die Blitzberatungen möchte ich erklären, was ist es und wie funktioniert es. Blitzberatungen sind E-Mail-Beratungen und es geht blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese Fragen noch im selben Tag. Alle spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Also das geht wirklich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.